Zum zweiten Teil hier zeigen, weil einmal die Idee sofort da war, dass wir auch mal die Puppen zeigen, die Marionetten, die ja in der Dokumente jetzt nicht so zu sehen waren, außer im Brain gab es ja eine Figur. Und dass ich glaube, hier natürlich in den Kunstwerken, anders als auf einer Dokumente, sich also die Menschen natürlich auch Zeit nehmen können, eine Arbeit wirklich zum Beispiel eine Stunde zu betrachten. Relativ eins zu eins umzusetzen. Das aber mit Marionetten, die natürlich dann wie eine Verfremdung wirken. Und damit wird, glaube ich, relativ deutlich gezeigt, dass dieses jetzt eine Form von Geschichtsanschauung ist, die wahrscheinlich auch täglich oder jedes Jahrzehnt oder auch abhängig von welcher Gesellschaft, in der die Geschichte geschrieben wird, auch immer wieder umgeschrieben wird. Die Ideologien, die dahinter stecken, sind sehr unterschiedlich. Und das ist, glaube ich, auch was Von Schack in seiner neuen Arbeit in Al-Haraba, Al-Matfuna macht, wo eigentlich auch eine Geschichte erzählt wird, wo die Menschen eigentlich immer wieder verschiedenen Ideen sehr konsequent so nahe zu surreal folgen. Also wir sind auch gerade dabei, eigentlich seinen ersten großen Katalog zu machen. Dort werden wir auch 19 seiner Arbeiten vorstellen, weil er wirklich, ich glaube, seine erste Arbeit mit 23 schon auf der Kairo Biennale ausgezeichnet worden ist von der internationalen Jury. Und er ist ja auch nicht, das ist ja nicht seine allererste Ausstellung, in dem Sinne, er ist nicht ein ganz Unbekannter. Und wir werden wirklich erstmals innerhalb dieses Katalogs sein komplettes Bewusstsein zeigen.